Willkommen zurück zum Ranch Simulator. Ja, ich muss zugeben, ich habe gestern schon aufgenommen. Klassischerweise habe ich die Aufnahme wieder verkackt. Ich habe zwei Folgen aufgenommen, ohne Ton. Also ohne Mikro vielmehr. Ist so ein Klassiker, ne? Das ist mir den Montag davor schon mal passiert. Ja, ihr habt jetzt leider ein bisschen Progress hier nicht gesehen. Ich gebe euch eine Führung. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Erstmal haben die Ziegen sich ziemlich vermehrt. Ich hatte die schon mal ausgedüngt. Ja, da geht nicht mehr viel. Also, die sind voll. Die sterben ja auch schon reihenweise weg. Ja. Ja. Man wird nicht Herr der Lage, sagen wir so. So, die Schweine hingegen. Die waren voll, die sind alle tot umgekippt. Jetzt habe ich da hinten noch tote Schweine liegen und so und ja. Hatte keine Boxen mehr, um die Schweine da umzupotten und also ihr könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist. Du ja. Es könnte etwas zu viel Arbeit für einen sein. Da haben wir noch einen Kackebehälter, der ist voll. Da kommen wir gleich zu. So, ich habe hier drin ein bisschen ausgebaut. Ich habe jetzt hier eine Doppel Hackfleischmachmaschine. Bienen, könnte nicht mal ruhig sein. Ich habe neue Schränke gebaut. Also ein paar mehr. Da hinten nochmal eine doppelte Wurststation. Deshalb sind die Kästen auch so wenig geworden. Ja, also ich habe da voll Gas gegeben. Das gleiche mit Käse. Da habe ich auch ein bisschen Gas gegeben, aber es hilft nichts, ne? Du kriegst am Tag zwei Milchkannen und eine kannst verarbeiten. Ja, ist schwer. So, gehen wir mal weiter. Na, gehen wir erst da oben. Komm. So, die Bienen sind auch gewachsen. Ich habe mir jede Menge neue Fässer geholt. Die Fässer waren alle voll. Die musste ich schon wegbringen, weil ich nicht mehr auf meinen kleinen Pickup gekriegt habe. War auch abenteuerlich. Unser Kontostand sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben 45.000. Damit kann man ein bisschen was machen. Das haben wir auch vor. Also ich kriege jetzt so 10 Fässchen am Tag, kriege ich locker raus. Also das ist überhaupt kein Problem mehr. Sind 3.000 Dollar. Das geht. Das geht. Ja, für Salami habe ich noch kein Angebot gekriegt. Da haben wir ja auch noch so welche stehen. Die sind alle mit 12 gepackt. Ihr könnt euch das mal durchrechnen. Wenn wir die dann für 100 pro Stück verkaufen. Da ist schon mal ein Pferdchen drin. Das gleiche gilt für Käse. Ist auch noch da. Wildfleisch habe ich zwischendurch verkauft. Das waren aber nur 6.000 oder so. Das waren aber auch 15 Boxen oder so. Ja, den Vorrat kennt ihr ja. Der ist etwas geschrumpft. Warum, zeige ich euch jetzt. Wir haben nämlich das Gewächshaus in den letzten Folgen gebaut, die ihr nicht gesehen habt. So sieht's aus. Ich habe es bewusst klein gehalten. Bin wieder gescheitert am Dach. Das passiert mir öfter. Ich wollte ja eigentlich nur so ein kleines Dach, das konnte man dann aber in der Mitte nicht zumachen und dann, oh, ein Chaos, ne? Ja, dementsprechend hat mein Holzbestand dann ab. Ich habe den LKW komplett voll gemacht mit Holz. Da ist fast nichts mehr drin. Nur für dieses Gewächshaus. Diese Beete brauchen ja sowas von unglaublich viel Holz. Ja, dann habe ich die alle mit Kacke gedüngt. Ich habe hier Tomaten, Erdbeeren. Wobei ich jetzt bei den beiden noch testen möchte, ob ich da hinten rumkomme. Wenn ja, kann man die Felder noch versetzen. Da kommen wir mal später zu. Guck mal, die sind schon reif. Die können wir schon mal hier zu unserem Kohl legen. Wieso kann ich die? Kann ich nicht zwei gemischt da reinlegen? Oh, das ist aber bitter. Oh. Wo habe ich denn jetzt? Oh Mann. Das ist viel zu groß hier. Ich kann die da gar nicht reinlegen. Oh shit. Ja, dann machen wir mal eine Melonendingens hier. Eine Polonaise. So. Ah, die wachsen weiter. Das ist schon mal sehr schön. Müssen wir nicht nachpflanzen. Hier haben wir Ananas. Hier haben wir Kürbis. Kohl. Kohl habe ich schon einmal geerntet. Ne, sieht so aus. Ganz hübsch. Gibt bestimmt große Blätter. Oh, gibt Kohlrouladen.
Mit Ziegengehacktes. Nein. Ja. Das wollte ich eigentlich mit euch bauen. Das hat natürlich nicht geklappt. Ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wir haben ja noch ein bisschen Platz. Einen neuen Turm habe ich auch noch gebaut. Damit die Pflanzen automatisch bespritzt werden. Mit Wasser natürlich. Ich würde sagen, wir könnten die Häuser langsam mal anstreichen. Ne? Das könnten wir auch machen. Das sieht ein bisschen zu eintönig aus, oder? Komm, wir mixen uns mal eine schöne Farbe und dann. Ich wollte endlich mal gucken gehen, ob die Wurst heute vielleicht im Angebot ist. Dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Die Frage ist, was bauen wir denn als nächstes? Entweder die Pferdekuppel. Ich hätte natürlich gerne auch noch einen Stall für Rinder. Rinder, Schrägstrich, Kühe. Ich weiß noch nicht. Oder ich mache einen für Kühe, einen für Rinder. Hoppala. Oder wir holen uns einen Traktor und beackern Felder. Ich weiß nicht. Okay, die haben gar nichts im Angebot. Ist schön. Gut, dass wir hier waren. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was wir machen sollen. Heute gibt es eine etwas kürzere Folge. Bin diese Woche leider zeitlich sehr eingebunden, sag ich mal, weil ich bis zum Arsch der Welt fahren muss zur Arbeit. Das heißt, früh aufstehen, spät wiederkommen und alles, was man nicht will, aber ist nächste Woche vorbei. Also da kriegen wir wieder mehr hin. So, deshalb nehme ich jetzt noch Wünsche entgegen. Ich mache heute nur eine Folge, ne? So, welchen Farbton hätten wir gerne? Leute, die öfter zuschauen, die wissen ganz genau, das macht er. Das macht er auch. So, ich würde sagen, dann nehmen wir. Wie machen wir denn das? Farbe speichern? Nee. Wie mache ich denn das? Sättigung? Helligkeit? Ah. Doch hübsch aus, oder? So ein knallpinkes Ding dazwischen. Genau so machen wir das. So, die kaufen wir schon mal. Ich weiß es natürlich nicht, für wie viel die reicht. Ist ja nur eine Farbdose, ne? Ach so, oh, aus dem Mixer müssen wir sie nehmen. 20. Weißt du, ich nehme zur Vorsicht mal welche mit. So. 5 oder so. Wenn nicht, wird halt alles pink gestrichen. Ne? Machen wir nix, ne? So, so. Geht das über? Ich glaube, ich habe ihn jetzt überfordert. Naja, wir werden sehen. So. Einmal. Ey, stell doch ab. So. Gib die erste pinke Mehrzweckhalle hier in Ranch Simulator. So. Nein, ich habe keine Lust, das Auto umzuräumen. Nein. Das schließen wir mal aus. Das Schlimme ist, ich hatte auch Happy Mining, hatte ich auch vorbereitet. Auch nichts. Also konstant, ich habe in der ganzen Aufnahme, im ganzen Aufnahmeabend das Mikro vergessen. Muss man erstmal schaffen, ohne dass es auffällt. Ganz bitter gelaufen, ganz bitter. So. Gut, dass ich 7 Days noch einige Folgen da habe. Da weiß ich, dass die Ton haben. Das wäre genauso bitter geworden. So. Da wollen wir mal ein bisschen pinseln gehen. Ich habe noch nie gepinselt hier. Huch. Ey, also dafür, ne? Dafür ist jetzt hier bei Rambazamba. Kollege. Moment, ich habe noch nicht nachgeladen. Komm sofort. Jetzt will er mich hier, wa? Bam! Tja. Hättest du das Reh mal in Ruhe gelassen, dann hätte ich dich auch in Ruhe gelassen. Aber ne, so nicht, Kollege. Das machen wir nicht. Arme kleine Räder. So. Ja, sind wieder 60, ne?
Irgendwann werden wir im Geld erstinken. So. So. Und so. Und falls ihr euch in den Kommentaren für den Traktor entscheidet, den wir als nächstes machen, schreibt mir mal bitte rein, wie ich da Zubehör kaufe. Also, dass ich es hier kaufe, weiß ich. Aber brauche ich dafür den Traktor oder kommen die in Paketen geliefert oder wie machen wir das? Huch! Nein, du bleibst am Leben. Gleiches gilt für den Aufsitzrasenmäher. Den möchte ich auch noch haben. Ich glaube, den holen wir eben, oder? Komm, den Spaß gönnen wir uns. Ist ja auch 17 Uhr. Melken können wir eh nicht, weil wir keine freien Milchkannen mehr haben. Läuft alles so semi hier. Die Bienen sind auch noch nicht gemolken. Ja, das war ein scheiß Tag. Also, Produktivität gleich null. So, Farbe bleibt jetzt erstmal hier. Weiß ja nicht, hat der Baumarkt Schließungszeiten? Nö, ne? Also ich laufe jetzt einfach mal hin. Wenn ich Pech habe, laufe ich halt mit dem Paket zurück. Oder ich kaufe mir noch ein Auto. Das weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Aber für irgendwann müssen die Autoanhänger ja auch Sinn machen, von daher. Wir werden sehen. Das ist das Schöne, wenn du noch nie gemacht hast, ne? So, hüpf. Ich habe keine Box dabei. Kannst laufen. So, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ja, gut, er hat ein bisschen gebremst. Das schaffe ich auch. Langsam fährt denn der. Ja, die auf dem Land, die Leute sind komisch hier, also. Mhm. Ja, also wie die Frage wäre, muss ich bei dem mit dem Traktor dann dahin das Erntedingen holen, sag ich mal? Oder zum Pflügen? Muss das wegbringen, dann wieder mit dem Traktor dahin, wieder ein neues holen? Oder wie verhält sich das? Wäre jetzt, huch. Hast nichts gefunden? Ist ja wieder zu teuer, ne? Ja, ja, ja. Kennen wir. Kennen wir. So. Wo ist er? Da. 8000, aber. Können wir 10 verkaufen. Da. Juhu. Nochmal, Kollegen. Wo ist denn der zweite Gang hier? Ach du Schande. Habe ich den Motor schon gestartet? Dann laufe ich ja schneller. Weg da. Emery platt. Jetzt weiß ich auch, wieso es Autoanhänger gibt. Oh, kriegst die Tür nicht zu. Oh, oh. Ja. Wird doch eine normale Folgenlänge. Ah, der mäht gar nicht, ne? Oder haben wir einen Knick in der Optik? Handbremse ziehen, Motor starten, Licht ein, Radio ein. Hauptsache, das Ding hat Radio, weißt du? Aber wieso mäht er denn den Rasen nicht hier? Moment! Rasenmähertransport! Stehen bleiben! Ja. Ja, da passiert gar nichts. Das ist jetzt aber schade. Mein Gott, ey. Wo sie Angst haben, dass ein Berg nicht hochkommt. Wow. Ich ziehe das jetzt aber auch durch, ne? Bis zum Ende der Folge. Eiskalt. Ist hier kein Turbo-Knopf?
Muss doch irgendwo was machbar sein. Nee. Und jetzt kommt er erstmal wieder nicht aus der Pusche. Redo, kannst noch weglaufen. Bis ich da bin, bist du im nächsten Landkreis. Ja, guck mal, die haben sich schon versammelt, um mich auszulachen. Ja, und der Tank ist gleich halb leer, ne? Ich glaube, die haben da Löcher reingebohrt. Also, ich fahre da lang und der Rasen ist noch da. Das ist nicht gut. Baum! Also, man war haarscharf ausgewichen, also. Ist jetzt nicht das Optimum, muss ich sagen. Aber dass sie den so langsam machen, ne? Wir haben Zeit. Ist ja gleich 19 umgespielt, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber nach dem Pinseln direkt ins Bett. Guck, der lacht mir auch schon aus. Die haben sich bestimmt auf der Farm getroffen. Und die Ziegen versammeln sich auch schon zum Auslachen. Stehen gleich alle am Tor. Guck ihn ja an, den komischen da mit der kurzen Hose. Kommt den Berg nicht hoch. Also ist auch egal wo, ich fahre auf der Straße, auf dem Rasen, das, von der Geschwindigkeit her tut sich nix. Irgendwie will ich ihn jetzt doch nicht mehr haben. Ich weiß nicht wieso. Ach, hier Meter. Guck mal. Dann Meter alles weg. Aber wo lässt er das? Macht er das so klein, dass es quasi gedüngt wird? Das ist ja Träumchen hier. Ja. Ja, da haben wir ein paar Wochen was zu tun. Oh mein Gott. Hi! Er wollte Benzin klauen, ich hab's genau gesehen. So. Entschuldigung, aber der ist. Also, der wollte unbedingt das. So. Guck mal, da haben wir wieder ein Dingens voll hier. Ab ins Archiv. So, das sind übrigens schon wieder volle Honigfässchen. Das ist von einem Tag. Das sind 11 sogar. Ja, na, guck mal. So, Farbe. So. Drücke E streichen. Oh, Kante, wenn du das siehst. Oi, 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 oi. Ich glaube, der wäre ein bisschen stolz auf mich. Oh Mann, da kriegst du Augenkrebs. So. Gut, es hätten wahrscheinlich 2 Dosen gereicht. Wahrscheinlich auch eine. Ja, auch eine. Guck mal, die Tür machen wir auch noch pink. Wenn wir schon dabei sind. Oh. Gibt Sachen, die kannst du nicht kaufen, ne? Das ist einer davon. So, jetzt treiben wir auf die Spitze. Oh. Ey, jetzt ist tatsächlich so ein Ding leer. Das gibt's ja gar nicht.
So. Bop. Kann ich den hier auch bemalen? Oh, nee. So. Also innen drin streiche ich hier nicht pink, ne? Das, nee. Mann. Aber. Oh, die Fenster, die können wir auch noch pink streichen. Wir haben ja genug Farbe. Ja, wir waren wieder $100 für den Arsch. So, so. 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 Und so. So. Ja, die müssen wir mal zulassen, ne? Dann brauchen wir die andere Seite nicht streichen. So, drittes Paket hier. Ah. Okay, von dem Trip muss ich auf jeden Fall mal weg mit dem Rosa. Also das, Eieieiei. Oh. Hab ich vergessen. Ich hör schon die Ziegen. So. Da auch noch. Da und da habe ich. Na guck. Alles pinkig. Ja, wo packe ich denn den Scheiß jetzt hin? Komm, falls mal ein bisschen Farbe irgendwo abblättert, ne? Dann würde ich es jetzt zwar nicht mehr benutzen, aber was wir haben, haben wir. So, die auch noch archivieren hier. So. Nee. So. Da waren auch nur noch zwei drin. Wo kann ich. Ich hab nichts mehr zu streichen, ne? Pflanzenschutzmittel steht ja auch noch drin. Also produktiv waren wir nicht unbedingt. So, wollen wir mal schauen hier. Erdbeerchen, ja. Aha, aha, aha. Da haben wir noch unsere ganzen Samen. Ich habe mal alles durchgekauft. Von jedem 5. Oh, meine Kohle ist schon wieder fertig. Ich sehe nichts. Oh, Kürbis ist auch fertig. So, 7 Kohl, 8 Kohl. So. Und neue dahin. Ach, da siehst halt nicht den Punkt, ne? Kohl, 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 Kohl. Da. Blub, blub. Die legen wir daneben. Habe ich gelernt. So. Ne, stopp. Erstmal bewässern. Und dann ein bisschen Kacke drauf. So. Herrlich. Das war cool. Kann ich den da rein tun? Nein, kann ich nicht. Aber das ist aber blöd, ne? Wenn du die alle einzeln ernten musst, das. Entweder geben die viel Geld. Das finden wir beim nächsten Mal heraus, wie viel Geld die denn geben. Oh, jetzt habe ich die Kürbisse auch wieder hier reingepackt. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Da. So. Ach, die wachsen auch nach. Ja, super. Machen wir gar nichts. Ja, guck, schon wieder 24 Minuten. Und eigentlich nichts Produktives gemacht. Naja. Mal davon abgesehen. Wir haben Rasenmäher. Ja, Freunde, wie gesagt, diesmal nur eine Aufnahme. Sagt mir Bescheid, was ihr haben möchtet. Reiterhof oder Trecker. Ich denke, wir können uns beides leisten. Und wäre schön, wenn ihr Antwort für mich hättet, wegen dem Zubehör für den Trecker. Das wäre toll. Da würde ich mich freuen. Und wir sehen uns wahrscheinlich erst nächste Woche wieder in der Folge. Weil ich einen neuen Schreibtisch kriege. Heißt, ich muss alles abbauen, alles aufbauen. Ganze Technik, ganze Licht. Es wird alles neu verkabelt. Es wird ein bisschen aufgewertet. Ich weiß nicht, wie schnell ich das schaffe. Deshalb ist auch der Stream am Mittwoch in Gefahr, also morgen quasi. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ihr hört auf jeden Fall von mir und ich würde sagen, bis demnächst. Macht's gut.